Ja, die Mannschaft hat eigentlich das umgesetzt, was ich vorgegeben habe vor dem Spiel. Wir wollten sehr intensiv spielen, wir wollten den Gegner permanent unter Druck setzen, viele Chancen rausspielen. Haben wir auch gemacht. Ich bin der Meinung, der Assistent hatte ein bisschen einen nervösen Arm, sonst hätten wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Insgesamt bin ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Die haben es gut gemacht. Es kriegt ja jetzt eine sehr intensive Woche unter den Jungs. Wie geht es jetzt in der nächsten Woche weiter? Ja, die Umfänge werden weniger, die Trainingsumfänge. Also wir hatten jetzt schon Einheiten, die haben auch 2,5 Stunden mal gedauert. Ja, da gehen wir jetzt, was die Umfänge angeht, zurück und die Intensität wird höher. Das, was wir heute gespielt haben, muss so die Mindestanforderung sein an Intensität. Die werden wir jetzt nach und nach steigern. Wir haben, glaube ich, direkt von Anfang an gezeigt, dass wir 2 Ligen höher spielen als der Gegner. Wir haben direkt am Anfang, glaube ich, erste Minute gleich das 1-0 geschossen und dran geblieben, gierig geblieben. Und so kommt dann so ein Resultat zustande. Erkenntnis ist, dass wir ja, viel zwischen den Räumen auch gespielt haben, mutig gespielt haben, teilweise aber auch einfache Ballverluste hatten. Aber heute war wichtig, dass jeder an seine Grenzen gegangen ist, vor allem in der Vorbereitung. Und trotz den Zweikämpfen, die wir beschritten haben, alle verletzungsfrei aus der Partie gegangen sind. Wie war die Woche jetzt für euch als Spieler? War ja schon sehr anstrengend. Viele Spiele, wie war das? Viele Spiele, lange Trainingseinheiten. Aber ich glaube, jeder kennt es von der Vorbereitung. Da tut der eine oder andere Muskel ein bisschen weh oder macht zu, aber das ist ganz normal in der Vorbereitung. Wichtig ist, dass wir jetzt den freien Tag morgen nutzen, uns regenerieren und dann geht es ja übermorgen schon wieder weiter.